Denke ich mir. Fängt meistens so an, ne? War ein Projekt, ist da irgendwie gut gewesen oder gut angekommen oder so, dann wurde es irgendwann geedit. Macht schon Sinn, ja. Also durch Skill hochgekommen, nicht durch Money. War bestimmt ein Startup von der Höhle der Löwen. Ganz sicher. Ja, ich habe das Ganze ja bei Better Twitch und Frankers auch gemacht. Da habe ich 3, 4 Stunden verbracht. Kann sich ja kaum entscheiden. Füge einfach irgendwelche hinzu, wo du cool findest, wo du Bock hast oder wo du bei anderen siehst, die Standard sind. Also, wir sind hier gar nicht so mit so vielen Emotes, keine Ahnung. Aber ich finde die geil, ich feiere die überall anders. Nur wir haben hier eh Schreib für alle Leute. 99% Lurker. Je nach Spiel. Je nach Spiel oder Aktivität. Von daher lock sie mit geilen Emotes raus. Spaghetti Bolognese, sehr lecker. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Bis später. Ich muss noch heute herausfinden, wie ich meinen linken Fuß, also den Bremsfuß, behandle. Am besten. Und mit dem Bremsen ist halt schwierig. Fahren doch nur noch 3 Minuten. Ich mit 10 Minutes of Fuel remaining. Left, 2 minutes.
Cruiser 150.93. You're now 0.44 off your best. Geht so, oder? 0,8 von meiner Zeit vorhin. That's half fuel. You've used half your fuel. That's half fuel. You used half your fuel. That's the end of the session. Irgendwie halte ich mein Bremsfuß halt so komisch, dass er irgendwie anders ist. Mich halt schwer mit den Bremsen an sich. Ist das zu nah dran? Ist das zu weit weg? Keine Ahnung. Ist auch gar nicht heiß das Handy. Ich habe Always On, damit das. Also, ich habe Stay Alive. Always On ist wieder was anderes. Damit der Puls auch dauernd aktiv ist. Immer das Programm im Vordergrund. Oh, geht weiter oder was? Ja, rein da. Der Gino muss fahren. Klar, let's go, Gino. All clear on pit exit. You can push now. We have 14 minutes to do the business. Ja, mach schon Geschäfte, keine Angst. 14 Minuten machen wir schon. Ne, immer nur eine noch. Uno.
Ja, Techni hat seinen Testserver auch Featuring Gags oder so genannt. Der bastelt da rum. Ich habe das gar nicht gesehen, weil ich bei mir immer nur Favoriten meinen habe und fertig. Ja, da musst du schauen, mit was für Auto du fährst. Es gibt Auto mit und ohne ABS. Mit dem Auto, was du vorher gefahren bist, hast du keine ABS. Dann bremst du es blockiert sofort. Du musst langsam bremsen. Und schön dosiert bremsen. Mit ABS-Autos kannst du einfach draufholzen. Das ist autobedingt. Bremse loslassen, schwächer bremsen. Nur so stark bremsen, dass er nicht rutscht. Und dann wieder rein. Jo, fand ich auch. Ich fahre am liebsten komplett ohne alles, aber diese ganzen GT3-Scheiß haben halt Hilfen immer an. Deswegen bin ich ja auch immer so gerne Formel 1 gefahren, null Hilfen. Oder Formel 2, Formel 3, scheißegal. Ist immer keine Hilfen. Aber das heißt nicht, dass das einfacher ist. GT3 ist schwerer im Endeffekt. Formel 1 ist schwerer zu fahren, Formel GT3 ist irgendwie schwerer zu managen, was die ganzen Scheiße angeht. Was die Reifen, was die. Keine Ahnung, die ganzen Zahlen und dann. Aber dafür haben wir ja viele Autos, damit sich jeder ein bisschen rumspielen, rumtesten kann. Und dann muss man halt immer die Fahrweise anpassen. Früher bremsen, später bremsen. Und mit dem Gas geben auch das anpassen, je nachdem, was du für Hilfen hast oder nicht. Das ist ja das Schöne. Und das ist noch bei jedem Auto anders. Egal ob Hilfen oder nicht. Ich finde das Auto sehr stark, so wie es jetzt ist, aber es ist halt viel langsamer als das andere. An dem Auto habe ich locker 1,647 geschafft oder so, hier bin ich 4 Sekunden langsamer. Sektor 2 ist 0,5, slower than your best.
Das dauert, bis du das... Dann bleibst du eine gewisse Zeit lang bei einem Auto und dann merkst du es doch, denkst du, oh scheiße, was habe ich verpasst, hätte ich doch bei dem, wäre ich doch bei dem geblieben. Gibt ja so viele Unterschiede. Da brauchst du ein paar Jahre, um dich zu entscheiden. Wenn du es richtig machen möchtest. Der 22er, also der 20, der 10er oder der 20er? Und die fahren sich komplett anders. Der 10er hat sich gut gefahren, der 22er oder 20er sehr, sehr komisch. Das kann man schon auch ändern, wenn man das Setup bastelt. Aber nur auf den Dreck kommen, ne? Nicht auf der Straße, auf den Dreck hier. Ich hab ultra Probleme mit meinem Bremsfuß, ey. Weiß nicht, wie ich den halten soll. Das ist irgendwie so komisch vom Schmerzen her. Ja. Deswegen haben wir auch die ersten 3 Wochen jeden Tag so gerne Automobilista gespielt. Aber die Serverbetreiber haben es halt nicht für notwendig gehalten. Also die Server, die Spielehersteller. AMS2 ist ja geil. Deswegen fahren wir ja Rennen. 20 Minuten hast du Practice, 15 Minuten Quali und 20 Minuten Rennen. Wir wechseln ja immer hin und her. Und du schreibst, es bringt nichts. Du lernst die Strecke kennen, du lernst das Auto kennen. Wenn du eine unbekannte Strecke, unbekanntes Auto direkt mit Rennen rein, glaube ich, bringt es auch nichts. Wir sind heute schon Rennen gefahren. Da vorhin war es ja auch ein Rennen, wo du mich reingerannt bist, wo ich mich gedreht habe. Deswegen war das Rennen ja vorbei, dann musste ich halt 18 Minuten warten. Bin ich halt 18 Minuten lang ins Bett gegangen, mich hingelegt und entspannt ein bisschen. Ja, hab mich halt gedreht. Hab von 4. in 3. geschaltet und war zu schnell und hab mich gedreht. Genau, das war in der ersten Runde und dann musste ich 18 Minuten warten, bis sie das Rennen zu Ende gefahren haben. Da bin ich halt AFK gegangen, erstmal. Was soll ich denn noch machen hier? Genau, damit nochmal vom Gas, weil ich bin vom Gas gegangen, weil mein Auto kaputt war und ich musste einstellen, dass er das repariert, wenn ich in die Box war. Du musst dann hier mit diesem Ding einstellen, was er machen soll, wenn du in die Box kommst. Da habe ich halt dann ein bisschen hin und her gewackelt auf der Straße. Und ich konnte nicht mehr geradeaus fahren. Ich musste das Lenkrad schief halten, um geradeaus zu fahren, so wirklich. Noch 3 Minuten Qualifying, dann ist wieder Rennen und dann fängt es wieder von Anfang an. Machen wir noch ein bisschen.
bis ich wieder auf normalen Quali stelle. Ja, ich weiß, ich stand ja hier, das ist doch nicht so einfach einzusehen da. Alles gut. Ich fand es doch nur schade, ich habe jeden Tag 8 plus Stunden trainiert für das, dass ich in der ersten Runde ausfalle. Aber war ja mein Fehler, ich habe ja mich verschalten. Ich weiß nicht, warum ich da im vierten Gang auf einmal war. Bin die Strecke jetzt bestimmt über 100 Runden gefahren. Und dann macht man so einen Fehler in der ersten Runde. Und das war's dann. Oh, dann kann ich hier schiffen, bevor das Rennen anfängt, gegen mich. Schnell pinkeln hier. Und dann fängt das Rennen gegen mich an. Mal schauen. Na klar war ich nervös, immer. Hatte auch guten Start, war Erster. Aber das bringt ja nichts. So, dann kann ich ja ein Pinguin essen. Und ich kann nicht rennen gegen mich fahren. Was soll ich machen? Schön entspannt Pingo essen, was trinken. Eins von dem, was du vorher gefahren bist, die 2021er Version. Wir sind vorhin die 2017er gefahren, jetzt kriegst du die 2021er. Ist nur eins. Kannst du schnell copy-pasten.
Wie lange dauert denn das? Was denn fahren hier? Was soll denn das? Dass du die Autos auch kriegst, Gigi, das ist alles nicht so günstig. Das ist alles nicht so günstig hier. Was ist das eigentlich jetzt für eine Season? Hä? Was haben wir eigentlich jetzt? Ach, Qualifying schon wieder. Da müssen wir runter. Wenn du das neue Auto hast, dann bist du so bist du easy schneller. Meins ist nicht so stark, meins ist 3-4 Sekunden langsamer pro Runde. Ich weiß nicht, was du hast, oder? Du hast? Doch, Porsche steht da, Porsche. So geht los, Leute. Ich hab nicht hingeschaut. GZ. War grad gar nicht da. Natürlich bei der ersten Kurve direkt nach hinten gerutscht. LOL, well done, Gino, good start. Ich hab's verpasst. Ich hab gerade aus dem Fenster geschaut. Dann musst du es halt anpassen. Bei jedem Auto. Ja, scheiße, ne? Ich musste bei dem Auto auch viel anpassen von dem VOV. Da ging die Sicht, die ich jetzt hier habe, ging nicht. Ich musste die Cockpit-Sicht nehmen und ganz nach vorne zoomen.
Uiuiuiui. Ist immer noch hier? Da bist du. Mein Bremsfuß ist heute so seltsam. Was ist mit dem? Ich verstehe auch nicht, warum sie bei dem Auto so komisches Vorf gemacht haben. Ich habe ja die Cockpit-Ansicht nie so wirklich gesehen. Ich habe sie sofort umgestellt. Und die Ansicht, die ich hier habe, hat gar nicht funktioniert.
So, car behind is pitting. Up in the pit. In the box. Musst du Gas geben, DJ, du schaffst das. Doch einfach drinnen bleiben soll. WTF, bin disqualifiziert. Ey, was hast du denn gemacht? Ja, Strafe muss sein. Was auch immer du gemacht hast. Richtig so. Ja, Jumpstart geht da gar nicht. Das ist nur am Start, wenn du zu früh startest. Oder nicht? Bist du so früh gestartet? Okay, Gino, bevor das Signal grün war? Was, echt? Schmarrn, 12 Minuten habe ich noch Fuel. Achso, du musst dann in die Box. Innerhalb von ein paar Runden oder so. Steht da irgendwo da. Du musst, glaube ich, in den nächsten zwei Runden in die Box deine Strafe absitzen. Oder langsamer fahren, keine Ahnung. Ich glaube, Boxendurchfahrt, Boxenstopp, irgendwas. Weiß nicht genau. Sollst du mal dastehen? Zum Glück ist dem Gino das nicht passiert, DJ. Ja, ist ja okay. Das ist auch schwierig dann, ich weiß. Hast du verstanden mit den Bremsen? Das ist schön. So lernst du immer mehr dazu. Ist ja komplett anders als mit einem anderen Auto. Na, darfst du nicht. Darfst du auch mit den... Jetzt mal bei ABS-Autos sollst du das unbedingt machen. Also, schon, aber halt... Auch nicht immer komplett. Schön, schon mal bremst auch nur ein paar Prozent. Mal bremst um 10, mal 20 je nach Kurve. Mal bremst du 80, mal 90 und mal 100. Hier ein bisschen antippen, so wie ich jetzt hier. Und wieder Vollgas dann. Nicht direkt, aber... Und hier bremse ich halt auch erstmal kurz voll. Und lass dann los langsam und dann geht's weiter.
Rebel sich ein bisschen weniger, so 80%. Okay, Gino, das jetzt passt, weiß ich nicht, aber es, mich mag es jetzt, weiß ich mein. Ich hab hier auch keine. Bin da auch kein Profi. Kurz angebremst. Oder einfach ein bisschen langsam loslassen, geht ja auch sehr gut. Je nach Kurve. Also beim Auto ohne TC, da kannst du auch nicht ganz Gas geben. Die ganze Zeit, da kannst du immer nur ein bisschen. Oder mit weniger TC. Mache ich aber eh so. Ja, ich habe Honda rausgenommen, weil wir nicht so viel Platz haben. Wir haben 10 GT3s eigentlich. Und 3 Formel-Autos, 3 LMP und ein LMH-Auto. Und der Honda war der, der keinem einzigen gefallen hat, weil der halt wirklich ekelhaft war. Der hat's nicht in die nächste Runde geschafft. Technik fand, also ich fand den doof, glaub Technik auch, Xentren auch. Wir fanden dann die meisten doof, weil der echt sehr, sehr komisch war. Nicht gut gemacht. Deswegen habe ich ja am letzten Tag nochmal viele Leute die Autos alle fahren lassen, damit wir dann sehen, welche in den Recall kommen. Recall heißt einfach erstmal für die nächste Strecke und dann können wir immer noch entscheiden. Ich glaube, dass auch der neue Nissan den Recall von dieser Strecke nicht überlebt. Ich habe ABS 3, TCS auch 3, das ist Standard, ja. Wenn du zuschaust direkt, dann die Anzeige stimmt nicht. Ich glaube, wenn du zuschaust, zeigt er 0-0 an oder so. Also, so direkt. Wenn du im Stream zuschaust, ist genau das Richtige. Müsste richtig sein. Ich habe noch nie mit TCS und ABS rumgespielt, muss ich sagen. Das Auto, was du hast, hat ja auch kein ABS. Die GT3 haben ABS, aber und TCS. Die RSR GTEs, die haben nur TC. Nur TCS, kein ABS. Je nach Auto. Ach so, waren nur 5, okay. Ich habe da noch nie was verstellt, keine Ahnung. Man sollte vielleicht ein bisschen rumspielen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich würde mal sagen, morgen spätestens Finaltag der Strecke. Dann haben wir die 3,5 Tage gehabt. Das passt dann wieder. Ich würde halt gerne morgen auch die nicht GT3 Autos probieren. Auch mit 2-3, LMP 1-2-3 und LMH nochmal. Die Hypercars, die jetzt in den Langstreckenserien drin sind, in echt. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe mit der Nordschleife. Aber du kannst sie ja gerne im Singleplayer machen. Das ist ja kein Problem. Das ist die letzte Strecke, die ich hier lernen werde. Das ist. Weißt du? Mal schauen, mit welchem Auto überhaupt.
Wir machen jetzt die üblichen Rennstrecken, die in jeder Rennklasse drin sind, in Formel 1, in GT-Klassen. Also in allen Formel-Klassen, allen GT-Klassen und auch so berühmte Strecken aus anderen Spielen, also aus Gran Turismo oder Forza. Und die Nordschleife ist halt dann das Ende von dem Ganzen hier. Das ist die letzte Strecke, danach kann ich in Rente gehen. Ich sag's dir, ich bin noch nicht bereit dafür. Und die Strecke müssen wir, glaube ich, also 2 Wochen vielleicht drin lassen. Weil da reichen nicht 3 oder 4 Tage in einer Woche, wenn sie ganz neu ist. Die ist auch ganz neu für mich. Oder einen Monat oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht einen Monat sogar. Sind halt gefühlt 10 andere Strecken zusammen. Ich weiß nicht, was für Rundenzeiten wir da fahren eigentlich mit dem Auto. 10 Minuten, 12 Minuten, 20 Minuten. Das könnte ich ja machen, ein Nordschleifen-Only-Server mit den Autos. Der halt dann immer nur Nordschleifer läuft, so wie so viele andere Server, das ist so krass. Nice one, Gino. Great win. You deserve that today. Na klar. Wenn ich wäre dann. Ich hoffe dann, wenn wir die meisten Strecken durch haben, die in den meisten Rennserien drin sind, dass wir dann auch einigermaßen Skill haben, um dann nur noch Rennen zu fahren. Aber das ist krass, wie schlecht mein Skill immer noch ist. Dieser ganzen Zeit. Aber ich tue mich manchmal noch übel schwer, hä? Ich hoffe, dass ich jetzt bald, weiß nicht, ab nächsten Montag oder so, fallen dann zumindest die Antibiotika weg. Ich hoffe, dass mein Körper dann wieder ein bisschen Kraft kriegt. Das Spray muss ich leider noch weiter nehmen. Das hat auch Antibiotika und Cortison drin. Das muss ich noch, weiß ich nicht, pumpen, ja. Weiß ich nicht, 2 Monate noch nehmen oder 1,5 Monate? Keine Ahnung. Also so richtig fit bin ich ja sowieso nicht, aber die zusätzliche Scheiße wegen der Lungenentzündung. Ist immer noch alles voller Schleim, die Lunge. Oder was auch immer, Bronchien oder was auch immer. Hey.
Gen 3, du resist, 3 to hide, Vrobak is. Aber mit dem Mondlicht kannst du nicht kämpfen, sag ich dir. Das Mondlicht ist Endgegner. Jugend 3, du resist, 3 to hide, Pro Magis. Jetzt habe ich immer meinen McLaren drin beim Einladen, Lul. Das kannst du nicht vorstellen mit diesen Krämpfen heute. Vor einem Rennen, ey. Kampf nach dem anderen. Bitte auf mit dem Kram. Soll ich nicht, was soll ich denn hier machen? Fahren können? Immer noch so warm, ey, das ist krass. Was rutscht der mir denn weg hier? Das ist eine Katastrophe hier.
Yo! Ich finde, das Auto ist zu wild hier. Sector T time is good. Ich sollte hier ganz andere Gänge fahren wie mit dem anderen. Wie ich hier rausrutsche. Aber ich fahre ja auch nicht langsam mit ihm. Schon, ob wir so eine GTE-Sammlung finden oder so. Gibt's bestimmt.